Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome to my new studio. Ich habe neue Hintergründe, ein neues Lichtsystem. Ihr seht das im Hintergrund. Ich probiere gerade noch so ein bisschen aus. Also verzeiht mir, falls das Ganze heute noch nicht ganz so ist, wie ihr es kennt. Aber ich gebe regelmäßig mein Bestes, um euch den schönsten Content zu geben, den ich in den Umständen, die ich hier habe, kann. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, wisst ihr, wie sehr ich hier oben struggle, Platz zu haben und zu arbeiten? Anderes Thema. Ich habe heute ein schönes Thema für euch, denn wir werden heute Drogerie versus High-End machen. Und wirklich Produkte, die sprengen jegliche Vorstellungsmöglichkeiten an Preisen für Make-up. Und wir werden heute herausfinden, ob das Ganze sich lohnt, ob das Ganze, ja, vergleichbar ist. Und ich zeige euch und ich möchte euch beweisen, vor allen Dingen für die Leute, die sich gegen Drogerie-Make-up entscheiden regelmäßig, wie schön Drogerie-Make-up sein kann. Und dafür habe ich viele, viele Produkte hier und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Ja. Bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir gerne ein Däumchen nach oben da lasst. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Video ja endlich mal 2000 Daumen nach oben zu geben. Ich weiß, das Video kriegt ungefähr 15.000 bis 20.000 Aufrufe. Und 1000 Likes ist recht wenig. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben gebt. Das motiviert mich. Das motiviert YouTube, meine Videos weiter auszuspielen, damit ihr den Content nicht verpasst. Auf der linken Seite werden wir die Drogerie-Seite schminken. Und dafür habe ich hier von Catrice den neuen The Hydrator Plump and Fresh Primer mit Aloe Vera. Das ist ein Primer, der liegt so ungefähr bei 3 Euro. Ist aber von der Konsistenz her so eine Mischung aus Silikonprimer. Und ja, feuchtigkeitsspendenden Primer. Also er wirkt so ein bisschen porenverfeinernd. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ihr habt das gesamte Catrice-Sortiment eine ganze Woche lang von mir gesehen. Ich habe den sehr, sehr gerne benutzt und ich benutze den auch gerne im Alltag. Ich überlege, ob ich euch ein Video abfilme, wie ich mein Make-up im Moment im Alltag mache. Und vielen von euch ist es aufgefallen, dass sich mein Make-up im Alltag so ein bisschen verändert hat. Und das hat mehrere Gründe, auf die ich natürlich gerne eingehen möchte, weil ich für euch einfach keine Geheimnisse haben möchte. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob euch das interessiert, dass ich euch wirklich so eine Wie-ist-mein-Alltags-Make-up-gerade-Routine abfilme. Der Primer zieht super schön ein und er hinterlässt tatsächlich auch ein sehr, sehr weiches Finish auf der Seite. Auf der anderen Seite benutzen wir von Dominique Cosmetics den Blur and Moisture Primer. Auch der ist vom Finish her ähnlich. Er sieht auch ähnlich aus. Er ist nur ein bisschen gelartiger. Der andere ist eher so wie so ein grobes Gel. Der ist wie ein feineres Gel. Hinterlässt auch sehr, sehr schön Feuchtigkeit. Ich probiere jetzt nicht unbedingt auf Dupes, wirklich 1:1 Dupe zu gehen, sondern ich habe geguckt, dass das farblich ähnlich ist, dass es vom Finish her ähnlich ist. Einfach um zu zeigen, dass es vom Finish her bei wenigen Produkten wirklich einen Unterschied gibt. Vielleicht täusche ich mich da auch und wir werden gleich auf der einen Seite aussehen wie, ich denke mal, wir liegen hier bestimmt bei 500-600 Euro nachher und hier vielleicht bei 60. Ich rechne das Ganze aus und ihr seht hier einmal, was das Ganze gekostet hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr bevorzugt und vor allen Dingen warum. Weil ich bin der Meinung, dass man bei einigen Produkten doch schon Unterschied sieht, beziehungsweise sehr gerne einen Unterschied machen kann. Bei allen Produkten, die direkt aufs Gesicht kommen, ist es für mich vertretbarer, etwas mehr Geld auszugeben, als beispielsweise für Augenbrauenstifte, für eine Mascara, die man im Idealfall alle 2 Monate wegwerfen sollte, oder ein Blush. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir kommen direkt zur Foundation und auf der einen Seite könnt ihr euch denken, welche Foundation wir benutzen. Für mich eine der besten aus der Drogerie, das ist die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation in der Farbe 03. Die kennt ihr schon, dazu will ich gar nicht so viel sagen, aber wir haben auf dieser Seite die La Mer Foundation. Und Freunde, ich habe mich gerade echt geärgert. Ich trage sie mir mal schnell auf. Ich habe mich gerade wirklich geärgert, weil ich habe dafür 120 Euro ausgegeben bei Douglas für eine Foundation. Lieben Gruß an meine Bankberaterin, die sofort angerufen hat und gefragt hat, Entschuldigung, Herr Giacomo, was ist passiert? Hat jemand Ihre Karte geklaut? Sie kaufen sonst die Foundations für 120 Euro. Und jetzt habe ich eben nach dem Preis recherchiert und bin so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Ich habe sie auch für 70 Euro gefunden. Ihr seht es sofort, die Farbe ist das perfekte Match für mich.
Das muss ich sagen. Also, das hat die Dame bei Douglas wirklich super gut hingekriegt. Sie lässt sich sehr, sehr einfach verteilen. Also, ihr seht, ich gehe einfach nur mit dem Foundation Brush jetzt hier rüber. Das ist jetzt der von Bella und BH Cosmetics. Und das ist eine Foundation. Ich habe jetzt auch schon wirklich viel davon benutzt, muss ich sagen. Also, ich habe sie natürlich jetzt geschüttelt. Ungefähr da, wo mein Finger endet, habe ich die Foundation schon benutzt. Und das ist das, was ich meine. Ich habe hier oben keinen Platz. Die sieht einfach traumhaft auf der Haut aus. Ich muss aber sagen, dass das keine Foundation ist, der ich vertrauen würde, dass sie den ganzen Tag hält. Also so 8 Stunden ist schon wirklich gut. Ich muss dann zwischendurch einfach mal ein bisschen rübergehen, weil da ist natürlich Skincare drin. Und da ist, was habe ich gelesen vorhin, destabilisiertes Wasser. Was auch immer destabilisiertes Wasser sein soll. Das Einzige, was instabil ist, ist mein Kopf. Aber es ist eine schöne Foundation. Im Prinzip könnte man genauso rausgehen und man braucht nichts anderes. Sie perfektioniert das Hautbild. Die Revival The Loop Foundation ist natürlich vom Preis her alleine schon was ganz anderes. Farblich passt auch die ganz gut. Ich nehme auch hier einen anderen Pinsel. Ihr seht das, sie ist ein Stückchen heller, sie oxidiert dafür aber auch ein kleines Stückchen. Das macht die La Mer Foundation nicht. Am Ende sage ich immer zu euch, am Ende müsst ihr selber entscheiden, was ihr kauft. Ich kann euch nur die Hinweise geben zu den Produkten. Auch die lässt sich sehr gut verteilen. Auch hier ist Hyaluronsäure mit drin und sie hinterlässt ein ähnliches, schönes, frisches Hautbild. Beide Foundations mag ich sehr gerne. Das ist halt das, warum ich euch immer sage, ich teste auch ab und zu ganz gerne mal eine teurere Foundation, um einfach die zu vergleichen. Ich nehme jetzt einen sauberen Schwamm und gehe hier einfach nochmal über die La Mer-Seite rüber, um alles so ein bisschen einzuarbeiten. Und auf der anderen Seite nehme ich einen anderen Sponge und arbeite mir auch die Foundation ein. Und jetzt seht ihr nichts. Hier ist sie ein bisschen glowiger, die sieht einfach auf der Haut sehr, sehr schön aus. Aber Freunde, wisst ihr, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man, wenn man es, selbst wenn man es hätte, weiß ich nicht, ob das sein muss. Weil die macht nichts anderes als eine andere, außer dass sie vielleicht die Haut pflegt. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass, wenn ich die Foundation getragen habe, ich eine noch bessere Haut hatte als andere. Egal, wir machen weiter mit einem Konturprodukt. Und da habe ich auf der teuren Seite von Charlotte Tilbury den Contour Wand. Den mag ich sehr, sehr gerne, beziehungsweise mochte ich sehr, sehr gerne. Ich gebe mir nur ein bisschen hier auf meinen Handrücken, denn das war so das erste Cream-Contour-Produkt, was ich hatte. Ich blende das Ganze mit meinem eigenen Pinsel auf der rechten Seite ein. Das ist ein super, super schönes Produkt. Das ist recht gelartig, so ähnlich wie der von Kat Von D. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ich glaube ja. Der ist auf ungeschminkter Haut wahnsinnig schön. Auf der anderen Seite, auch hier, der kostet, ihr habt es eben gesehen, eine Menge Geld. Sieht schön aus und funktioniert tatsächlich mit jeder Foundation. Habe ich bis jetzt mit jeder Foundation gut benutzen können. Gehe auch gleich hier so ein bisschen lang, um hier so einen kleinen Lifting-Effekt zu erzeugen. Und ich gehe auch tatsächlich recht hoch. Und ihr seht, ich starte erst mit dem Contour-Produkt und dann mit dem Concealer, weil ich dadurch einfach hier ein bisschen höher und ein bisschen unordentlicher arbeiten kann, als wenn ich schon Concealer drauf habe und dann aufpassen muss, wie hoch ich das Ganze blende. Ich möchte natürlich hier eine starke Kontur haben, damit mein Pfannkuchen-Face so ein bisschen kleiner wird. Auf der günstigen Seite den Contour-Stick von Kiko. Das reicht. Und den blende ich mit einem anderen Pinsel aus. Einfach hier so ein bisschen. Farblich sind sie sich recht ähnlich. Ich finde, der von Kiko ist noch ein bisschen kühler und hat wesentlich mehr Pigment. Ihr seht das hier direkt auf der anderen Seite beim Konturprodukt. Ich weiß nicht, ich hatte eine Zeit, da habe ich kaum konturiert. Ich glaube, da war ich auch einfach ein paar Kilo leichter. Aber ich fühle mich jetzt so viel, viel besser. Ihr seht, Kontur ist da. Das Charlotte Tilbury Produkt, das verbindet sich ein bisschen besser mit der Foundation, weil es einfach eine ganz, ganz andere Textur ist. Beim Kiko-Produkt muss man doch so ein kleines bisschen mehr blenden, aber am Ende werdet ihr keinen Unterschied sehen. Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte euch den Anastasia Concealer auf der einen Seite zeigen und einen anderen Concealer auf der linken Seite. Ich darf euch den einen Concealer noch nicht zeigen. Der ist aber gleich. Literally gleich. Deswegen trage ich auf der einen Seite den Anastasia Concealer auf und auf der anderen einen aus der Drogerie, der bald rauskommen wird. So, beide Concealer sind einmal aufgetragen. Ich lasse sie gerne kurz ein Momentchen antrocknen, damit sie einfach noch ein bisschen mehr Deckkraft entwickeln. Der Drogerie-Concealer
Hält ein bisschen länger feucht als der Anastasia Concealer, muss ich sagen. Deswegen blende ich als allererstes den von Anastasia aus. Und auch hier, der hat eine extrem hohe Deckkraft. Ich muss sagen, der hat von der Deckkraft mehr Bums als der von Tarte. Ich blende wirklich erst hier an der Kontur aus und dann hier hoch. Und dann seht ihr, das zieht das alles hier richtig hoch. Auf der anderen Seite den anderen Schwamm. Der Anastasia Concealer hat ein Tickchen mehr Deckkraft, deswegen nehme ich den nochmal. So seht ihr nichts. Auch den kurz antrocknen und dann geht es weiter mit dem Setting Puder. Da habe ich zwei Stück mitgebracht. Ihr könnt euch denken, welches ist. Auf der einen Seite Huda Beauty Easy Bake, auf der anderen Seite Maxim Giacomo und Rival Loves Me. Beide Puder mag ich sehr, sehr gerne. Offensichtlich, Freunde, offensichtlich. Kleine Info, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Rossmann hat regelmäßig die Filialen wieder aufgestockt. Also, falls ihr beim ersten Mal nichts bekommen habt, schaut unbedingt in der Drogerie vorbei. Dort findet ihr bestimmt noch das ein oder andere Produkt. Aber die LE ist auch bald vorbei. Also, ich glaube, wenn das Video online geht, haben wir noch eine Woche oder so und dann sind die 7 Wochen auch schon wieder vorbei. Ey, die Zeit, die rennt, das ist unglaublich. Also, wenn ihr wirklich noch was aus der LE haben wollt, schaut unbedingt vorbei. Das war's dann erstmal, ne? Also, es gibt jetzt nicht dann noch einen Restock. Das ist bei den LE-Modellen natürlich immer so. Es ist da und dann ist es weg und dann kommt schon die nächste LE. Zum Setten, wie gesagt, Huda Beauty Easy Bake, nehme ich mit dem Microfiber Multitool einmal auf. Klopfe mir das kurz in die Hand und gehe dann hier unter meinen Augen so ein bisschen lang. Drehe, nehme eine saubere Seite und gehe in das Holy Grails Puder. Das ist ein bisschen feiner als das Huda Beauty, aber am Ende ist es das same. Giacomo-Seite, hier gehe ich einfach komplett so ein bisschen übers Gesicht. Dann drehe ich wieder, gehe in die Huda-Seite und sette. Das Huda hält ein bisschen mehr auf, das hat ein bisschen mehr Reflexion mit drin. Das ist mir persönlich egal, weil ich ja meistens mit dem Brightening Powder noch mal ein bisschen nacharbeite. Aber ich glaube, ihr seht, dass ihr nichts seht, oder? Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dann können wir das ganz genau von ganz, 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 ganz nah uns anschauen. Ihr seid ein klitzekleines Stückchen näher rangeholt. Ich mache jetzt mal kurz die Augenbrauen. Ich habe jetzt nicht hier ein extra Produkt für teuer, für günstig. Ich habe eigentlich keine teuren Augenbrauenprodukte, weil ich. Also, das ist so ein Produkt. Augenbrauenprodukte ist wirklich für mich, ja, ich will nicht sagen Quatsch in teuer, aber man sieht da meistens keinen Unterschied und das ist fast eine Geldverschwendung, würde ich sagen, weil so ein dünner Stift hier von Max Factor, der kostet vielleicht 4, 5 €. Gut, Max Factor ist jetzt auch die teurere Marke aus der Drogerie und der von MAC kostet dann 23 €, aber am Ende halten beide ganz genauso lang. Das ist einmal die Drogerie-Seite und das ist einmal die High-End-Seite. Ich sehe ehrlich gesagt gerade gar keinen Unterschied. Wir gucken mal, ob sich das jetzt beim Blush ändert. Und da habe ich für die teure Seite einen von Shiseido. Das ist der Inner Glow Cheek Powder in der Farbe Alpen Glow 6. Das ist eine sehr subtile Farbe, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob man sie überhaupt sieht. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nie benutzt. Gehe jetzt hier einfach rein, staubt. Und baue mir das Ganze hier so ein bisschen auf. Dadurch, dass der so hell ist und so ein bisschen in die. Oh, der sieht so orange aus. Die Farbe mag ich, glaube ich, nicht. Hätte sein können, dass es vielleicht ganz cute aussieht. Mir ist der persönlich zu orange. Also, so sieht er ganz süß aus. Auf der Haut so ein bisschen orange, oder? Ich mache den Pinsel einmal sauber, gehe darüber über meinen Microfiber Multitool. Ihr merkt schon, ne? Man kann damit wirklich viel machen. Und auf der anderen Seite wollte ich in den So Cozy Blush gehen. Aber nur in diese äußerste Farbe, weil der meiner Meinung nach eine ähnliche Farbe hat. Ah, ist ein bisschen pinker. Hätte klappen können, dass es ähnlich ist. Das ist natürlich bei Blush immer super schwierig. Die Seite gefällt mir tatsächlich besser. Die Farbe gefällt mir persönlich einfach nicht. Deswegen, damit wir so einen ungefähr einen fairen Gleichstand haben, gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem Pinken hier ein bisschen rüber, damit es dann nicht heißt, mir gefällt die Seite weniger als diese hier. Aber ihr habt es gesehen vom Finish her. Wenn ich die Szenen rausgeschnitten hätte, in denen ich die Produkte auftrage und nur verblende. Hättet ihr einen Unterschied gesehen, jetzt so vom Finish her? Ich weiß es nicht. Um so ein bisschen Glow in mein Gesicht zu kriegen, benutzen wir auf der Drogerieseite den Maxim Giacomo Holy Grails Highlighter in der Farbe On Point. Das ist ein sehr subtiler, aber trotzdem blinding Glow, der so ein bisschen in die. Ja, in die Glass Skin Richtung geht. Ich punktualisiere ihn punktuell hier
hier an so ein paar Stellen, die ich wirklich gehighlightet haben möchte. Und ihr seht sofort, der gibt so ein bisschen Bewegung zurück. Ich drehe den Pinsel und nehme, ich glaube, das ist eins der teuersten Produkte, die ich habe, den Skin Fetish Highlighter von Pat McGrath. Wunderschöner Highlighter. Der ist ein bisschen glitzeriger, jetzt seht ihr mal, ne? Der ist so ein bisschen feiner, der ist ein Stückchen glitzeriger. Wunderschöner Highlighter, liebe ich wirklich. Große Kaufempfehlung immer noch, weil er einfach wunderschön ist. Auf der Haut selber würde ich sagen, sieht man jetzt aber nicht so viel. Ich werde mein Gesicht einmal setten, mache da keinen Unterschied, damit wir ein wirklich ebenmäßiges Ergebnis haben. Lasse das Ganze einmal antrocknen, mache schon meine Lippen, auch da mache ich jetzt keinen Unterschied, damit wir uns wirklich auf die teureren Produkte fokussieren können. Ich nehme jetzt einfach einen Lip Liner, nehme Avène Concealer und habe eine neutrale Lippe. Die Foundation ist jetzt einmal gesettet. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz leicht über mein Lid rüber und sette das mit ein bisschen transparentem Puder. Beide Seiten einmal. Hier die High-End-Seite und hier die Drogerie-Seite. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Seht ihr einen Unterschied? Vielleicht so minimal hier im Porenbereich, kann natürlich dann jetzt auch am Primer liegen, dass der anders ist. Aber vom Finish her würde ich jetzt persönlich, wenn ich mich jetzt direkt angucken würde, würde ich nicht sagen können, oh, das ist aber eine billige Seite. Für die Augen habe ich zwei verschiedene Lidschattenpaletten mitgebracht. Einmal die Huda Beauty Rose Quartz Palette, die kennt ihr schon. Und auf der anderen Seite die Nude Daring Palette von Catrice. Die war tatsächlich nicht neu, die gab es schon eine Weile, ist auch ein Online-Exclusive, ist aber dem sehr ähnlich. Ich werde jetzt erstmal schnell einen ganz einfachen Look mit der Rose Quartz Palette auf der rechten Seite schminken. Gehe dafür in die Farbe Gratitude und platziere sie mir hier. Ich bin der festen Überzeugung, dass drei Farben auf dem Auge auf einmal meistens reichen. Wir haben eine helle, eine dunkle gleich und eine schimmernde. Ihr seht, das lässt sich gut ausblenden. Ich mag die Palette sehr gerne, weil die halt viele verschiedene Texturen hat. Das hat die Catrice Palette nicht. Von der Farbwelt sind sie sich aber recht ähnlich, würde ich sagen. Ja, doch. Dann nehme ich mir einen flachen Pinsel, gehe in die Farbe Aura, presse das auf mein Lid, verblende das Ganze wieder so ein Stückchen nach oben und gehe dann in die Farbe Mantra. Ganz leicht und schattiere mir das so ein bisschen an der Lashline ab. Das sind nämlich die Farben, die wir definitiv auch in der Catrice Palette haben. Einfach, simpel, mehr braucht es nicht. Und im direkten Vergleich gehe ich in die Catrice Palette. Die hat keinen Namen in den Ton hier, der sieht ähnlich aus. Gebe mir den hier hin in die Lidfalte. Ich finde sogar, dass der ein bisschen pigmentierter ist als der von der Huda Beauty Rose Quartz Palette. Nehme den Pinsel von eben, drehe ihn aber, hier ist die saubere Seite, gehe in den Ton hier und dann nehme ich den dunklen Ton hier und gehe auch hier rüber. Tatsächlich muss ich sagen, Catrice ist ein bisschen pigmentierter. Die Huda Palette ist vom Unterton, würde ich sagen, so ein bisschen gräulicher. Da ist mehr Talg drin, würde ich sagen, Talgum. Und so sieht das Ganze auf beiden Seiten einmal aus. Auch hier eventuell nur von, hier fehlt noch ein bisschen Farbe, von den Untertönen ein Unterschied, von der Pigmentierung eigentlich gar nichts. Als Mascara habe ich mich eben super gefreut, denn Benefit hat die neue Bad Girl Bang Mascara in Waterproof rausgebracht und Catrice hat die Glam & Doll Sensitive Volume Mascara und beide haben 1 zu 1 dasselbe Bürstchen. Beziehungsweise könnt ihr da jede Glam & Doll, oh, jede Glam & Doll Mascara benutzen, die haben nämlich alle dasselbe Bürstchen. Ich hatte jetzt aber nur die. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit High-End versus Drogerie. Ich muss sagen, ich sehe keinen wirklichen Unterschied. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr bei den einzelnen Produkten vielleicht einen Unterschied gesehen? Welche Seite gefällt euch besser? Soll ich das mit anderen Produkten nochmal machen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und vielleicht knacken wir ja die 2 oder sogar 3000 Daumen nach oben. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf!